Salut Pilot! Willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute sprechen wir über Solis. Ich weiß, ich bin etwas spät dran mit dem Video, aber ich denke doch, dass ich noch nicht zu spät bin. Also, legen wir los! Solis ist ein Helfermech mit einer Energiekapazität von 32 und einer Geschwindigkeit von 20 km pro Stunde. Mit 20 km/h gehört er zu den schnelleren 32er Mechs, was ihn relativ flexibel einsetzbar macht. Durch seine hohe Energiekapazität kann er darüber hinaus jede Waffe ohne Einschränkung tragen, die innerhalb des Spiels existieren. Und mit 238.560 Lebenspunkten ist Solis durchaus moderat gepanzert und kann den ein oder anderen Treffer wegstecken. Von einer AM Rival 16 solltet ihr euch zwar besser nicht treffen lassen, aber dennoch braucht sich der neue Mech nicht verstecken. Aber was kann der neue Mech eigentlich? Seine Fähigkeit nennt sich optische Brücke. Der Name ist jetzt leider nicht sehr aufschlussreich, deswegen erkläre ich euch kurz, worum es sich hier handelt. Solis verfügt über zwei Blendgranaten, die den Gegner für jeweils 3 Sekunden erblinden lassen. In dieser Zeit kann der Gegner euch nicht mit Waffen beschießen, die ihr Ziel vorher anpeilen müssen, wie beispielsweise der Helix oder der Javelin. Der Radius eurer Blendgranate beträgt 15 Meter. Das bedeutet, ihr könnt auch mehrere Bots auf einmal blenden, sollten sie nah genug beieinander stehen. Ihr könnt beide Blendgranaten nacheinander auf das gleiche Ziel richten, um den Gegner bis zu 6 Sekunden außer Gefecht zu setzen. Das sollte reichen, um ihn in die ewigen Jagdgründe zu schicken. Was seine Bewaffnung angeht, so gibt es einige schöne Spielzeuge, die sich äußerst effektiv auf Solis einsetzen lassen. Dazu zählt die Railgun, die AM-Rival, die Stormrack und sogar die Minigun. Nein, kein Scheiß. Vergangene Woche habe ich Solis mit Miniguns im FFA ausgiebig getestet und da war er noch nicht mal auf maximalem Level. Und was soll ich sagen, es ist wesentlich effektiver, als ich ursprünglich angenommen hatte. Auch mit Disruptoren oder Helix kann man durchaus seinen Spaß haben, allerdings sind das nicht die besten Waffen für Solis. Maximal eine nette Abwechslung. Eine negative Sache gibt es allerdings. Solis hat das gleiche Problem wie Onyx und Sentinel. Er hat die Arme zu weit unten, die Waffen sind zu weit unten befestigt. Das bedeutet, ihr müsst euch, wenn ihr beispielsweise über eine Rampe hinweg feuern wollt, zu sehr aus der Deckung wagen, um nicht in die Rampe selbst zu schießen, was euch das Leben kosten kann im Zweifelsfall. Ist Solis also ein Must-Have? Nein, Solis ist ein netter Teamplay-Mech. Er ist sehr, sehr gut, aber auch weit davon entfernt, OP zu sein. Wenn ihr schon immer auf einen Mech mit Blendgranaten gewartet habt, dann bitte, das ist eure Chance. Holt ihn euch. Ansonsten könnt ihr auch getrost die Finger davon lassen. Mechs wie Seeker, Eclipse oder Nomad sind nach wie vor um Welten besser als Solis. Solltet ihr also noch einen guten Mech für euren Squad brauchen, orientiert euch lieber an diesen Mechs. Ja, meine Freunde, das soll es dann aber auch wieder gewesen sein mit dem Video zu Solis. Ich hoffe, ich konnte ihn euch etwas näher bringen und verständlich erklären. Lasst mal eure Meinung in den Comments da. Was haltet ihr von Solis? Man spricht ja schon davon, dass es ein besserer Guardian sein soll, weil der Gegner nicht auf euch feuern kann, wenn ihr ihn blendet. Was meint ihr? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Wir sehen uns zu einem weiteren Video und bis dahin macht's gut und macht sie fertig.